Bin ich eingeladen? Demnächst. Im nächsten Jahr, wenn es gut läuft. Ein Chinese, ein Jude, ein Araber werden akzeptiert, aber ein Schwarzer. Heirat für alle, bloß nicht für Afrikaner. Du bist doof. Ich habe deine Familie auch noch nicht kennengelernt. Lenk mich vom Thema ab. Von meiner Seite gibt's keine Probleme. Sie wohnen nur so weit weg. Aber glaub mir, meine Eltern sind sehr tolerant. Ja, bei uns in Afrika stehen jedem die Türen offen. Egal ob weiß oder schwarz, wir sehen nur die Menschen. Oh, Charles, tut mir leid. Das Problem ist, dass du Nummer 4 bist, weißt du? Ja, ja, schon klar. Hab Geduld, ich muss sie auf den Schock vorbereiten. Ich bin der Schock? Ja, das bist du. Du bist mein Schock. Meine Schokolade. So, so, mein Sahnehäubchen. Runter damit. Josiane, ich fahre nach Tours zum Einkaufen. Ja, Madame. Wenn unsere Jungs spielen und ich die Marseillaise höre, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Ah ja? Geht mir auch so. Ich bekomme Gänsehaut. Bekomme ich auch. Obwohl ich Fußball nicht mag. Wollt ihr mich verschaukeln? Denn für gewöhnlich singen Spieler deren Herkunft, also mit Migrationshintergrund. Au fond de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons, tintadam. Jetzt hab ich Gänsehaut. Und wie heißt der Glückliche? Jean-Pierre Poli. Rachid Abdul Mohamed Benasser. David Maurice Isaac Benichou. Und jetzt bitte lächeln. Na, kein Grund zum Lächeln. Und nicht bewegen. Und wenn wir sie zu Weihnachten einladen? Wie, wir werden Weihnachten bei deinen Eltern verbringen? Wir klammern alle Reizthemen aus. Israel, den Dalai Lama, die Burka. Und Jackie Chan und Arafat? Kommen Gaddafi und Woody Allen auch? Und kommen Keyshawn und Bruce Lee auch? Vor allem kein Wort über die Nationalmannschaft. Wenn jemand ein Klischee über die Juden raushaut, hörst du einfach weg. Wenn einer in einem Atemzug Immigranten und Kriminalität nennt, bitte ich dich einfach wegzuhören. Und wenn einer seine Witze über Chinesen macht? Dann lachst du. Ich gebe also den Chinesen. Der Chinese wieder. Der Arschkriecher vom Dienst. Ich habe eben an ihre Jüngste gedacht. Vielleicht findet sie mal einen Katholiken. Ich werde heiraten. Ist der Katholik? Natürlich. Los, das feiern wir. 10 Minuten zu spät. Eins ist sicher, er ist kein Chinese. Ist das der Fahrer? Das ist mein Schal. 3 Kanaken und ein Schwarzer. Für deine Eltern ist das Fukushima. Die Franzosen sind böse und dumm. Bei der kleinsten rassistischen Bemerkung deiner Schwiegerfamilie gegenüber Schwarzen. Haha. Hau ich ihn auf den Kopf. Sie nisten sich zu 400 ein und Idi Amin will nicht zahlen. Kannst du nicht einmal cool sein? Ich bin doch nicht Onkel Benz. Stell dir vor, wie unsere Enkel aussehen. Was haben wir nur Gott getan, Claude?